Herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft. Yeah. Alex hat wieder sein Skin geändert. Natürlich. Von Kollega nach Skrillex. So, in dieser Folge wollten wir jetzt unsere eigenen Hütten bauen. Craften, nicht bauen. Craften. Craften. Unsere eigenen Hütten craften. Nur bei Minecraft. Oder wir machen das so, wir bauen jetzt nicht, unsere eigenen Hütten, sondern wir bauen hier so einen kleinen Hafen. Ich baue jetzt meine eigene Hütte. So, das nicht machen, wenn Patrick dabei ist, weil dann können wir alle gleichzeitig so bauen. Ja, Patrick, der kann ja nachbauen, weil das sind ja nur so zwei Folgen oder so. Der baut eh nach. Der baut eh nur Scheiße von. Von daher. Und er kann auch ruhig weiter Scheiße bauen. Nein. Doch. So. Alter, wir haben ja gar kein Eisen mehr. Nein. Wofür brauchst du Eisen in deiner Hütte? Nee, ich wollte vielleicht Schaufeln oder sowas bauen, aber... Scheiße, eine Axt bräuchte ich auch. Tja, ich habe die letzte genommen. Haben wir jetzt kein Eisen für eine neue Axt? Was? Ich habe nur eine Axt genommen, die wir noch hatten. Wir haben kein Eisen für eine neue Axt. Wir haben noch nicht mal Eisen für irgendwie eine Spitzhacke. Oh mein Gott, Alter, scheiße. Wir sind echt arme Säue. Was machst du da? Ich brauche mir eine Fläche für mein Haus. So, so nah dran? Ja, Junge. Sollen wir hier nicht... Warte, dann helf mal mit. Dann lassen wir hier komplett auf dem Wasser so eine gerade Fläche machen. Dann machen wir hier wie so ein kleines Dorf. Guck, siehst du das da hinten? Da, wo die Bäume sind? Da kommen wir hin. Laber. Machst du das da hin? Ja, oder? Ich mach's hier mitten auf den Ozean. Ja, wir bauen ja die Fläche sowieso weiter nach dahin. Hast du nur Erde? Ah, ich komme. Ey, Junge, mach das doch einfach so, dass du deine Fläche mitten auf den Ozean baust. So ein bisschen weiter raus und wir machen dann von deinem Haus so eine Brücke hier hin. Ja. Wie bei Hunger Games die Brücke. Ja, so eine, so mit Löchern drin und so. Wo ist denn Erde? Da ist Erde. Mach ich jetzt. Spack Minecraft wieder rum. Ey, die Kiste geht nicht auf. Lass aber die Häuser so alle nebeneinander so bauen, ne? Nicht, dass einer so 500 Kilometer weit weg hat. Ah. Ich mach das halt so, dass ich dann mitten auf dem Ozean wohne, so. Da ist auch keine Gefahr, dass irgendwie Zombies oder so spawnen und so. Schon gut. Ja. Aber die Betten in dem Farmerhaus lassen wir trotzdem, ne? Was? Ja. Machst du hinter hier die Erdbrücke wieder weg, ja, ne? Ja, natürlich. Machen wir so eine Luft. Ich will mich ja nur so ein bisschen auf den Ozean rausbauen. Kannst ja das als letztes, was du machst an deinem Haus, machst du die Erdbrücke wieder weg. Ja, und macht dann so eine Holzbrücke oder so hin. Ja. Die dann aber auch in der Luft ist, so. Weißt du, was ich mache? Ich mache mein Dach aus so einem Netherstein und dann stecke ich das in Brand. Da ist das so ein brennendes Dach. Ey. Sieht bestimmt geil aus von Weitem. Brauche ich keine Fackeln, weißt du? Ja, so, Alter. Brauche ich keine Fackeln, denn, Alter. Ich ist da alles pennen, nur, ne? Ist da nur Kohleverschwendung. Ach so, ja. Brenn geht. Ach, jetzt bin ich runtergeflogen. Penn in Patrick sein Bettchen. Ha! Gay! Kennst du das von diesem Einler? Natürlich, ein von diesen Chinesen. Von. Ja. Von Hangover, der. Ha! Da, gay! Da. Das ist so hammerdick, Alter. Boah, Alter, diese Türen, die regen mich sowas von auf, ne? Mach Eisentür mit einem Knopf dran. Die sind noch behinderter. Ja, aber ich brauche schon hier eine Riesenfläche, ne? Das ist nicht mal so klipper. Ja, Erde haben wir noch. Ich habe mir ganz viel Erde schon mitgenommen. Ich auch. 4,64er Sticks oder so. 4,64er Sticks. Den nehme ich jetzt gerade noch zur Feinarbeit mit. Ja, überleg mal. Die ganze Fläche, die ich hier jetzt schon gebaut habe. Vorher war ja nur dieser ganz kleine Pool, der da ist. Der da immer noch ist. Ja, okay, ich brauche doch ein bisschen mehr Erde, weil ich muss ja auch,
Meine Fresse! Ich muss ja auch Felder und so anbauen, ne? Ja, muss ja nicht unbedingt. Doch, muss ich. Dafür haben wir ja die Erntemaschine und alles. Nein. Wenn ich so Möhren oder so da anbauen will, die Erntemaschine ist ja jetzt noch so ein bisschen so zu klein. So. Ja, das sollen ja schon so richtige Häuser werden, so, weißt du? Da gehört ja auch so eine kleine Farm dazu. Da würde ich aufpassen. Patrick, der klaut dir deine ganzen Vorräte weg. Tja, dann baue ich halt eine Falle. So TNT, Alter. Nein, nicht so TNT. Kennst du das von Pete's Meat, Alter? So eine Falle, wenn der zum Beispiel bei dir ins Haus geht, kommt so ein Schadenstrank aus so einem Dispenser raus und dann fügt er einen Schaden zu und du stirbst daran. Laber doch keinen. Das ist doch mal gedacht. Was, wenn er selber ins Haus geht? Ja, du kannst ja einen geheimen Eingang machen. So. Aber weiteres verrate ich jetzt nicht. Jo, Alter, oder einfach sowas, was Patrick hatte mit dem Kaktus. Stell dir mal vor, Alter, er will an meine Kiste gehen, geht an die Kiste dran, löst damit irgendwie irgendwas aus und fällt dann in so ein Loch rein, wo so ein Kaktus ja drin ist. Schlechter. Besser geht's gar nicht. Boah, ey, diese Scheißerde. Ja, nur Scheiße willst du jetzt hier mit dem Keller, ne? Wieso? Ich kann auch einen Keller aus Glas machen und dann habe ich einen Ozeankeller, so. Ja, könntest du auch. Ist doch Hammer, Dick. Wir hatten doch schon mal so einen Wasserboden, erinnerst du dich noch dran? Mhm. Weißt du, was ich auch mache? Ja. Ey, da wird bestimmt Hammer, Dick. Hier, boah, ich mach da so einen Glaskeller, ne? Und von dem Glaskeller gehst du dann direkt unter Wasser in eine Mine rein. Boah, das wird so Hammer. Er hat schon voll die Vorstellung, Alter. Ja, Alter. Ich weiß noch gar nicht, was ich bauen soll bei meinem Haus, ey. Schon. Ich mache gerade erstmal nur Terraforming. Terraforming. Ich muss erstmal einen Terra schaffen. Ja, hier bei mir sind noch voll die Erdblöcke im Weg hier. Deswegen baue ich auch Wasser. Aber ich habe den Vorteil, ich bin so mit meinem Haus direkt an dem Lager dran. Das heißt, wenn mir mal irgendwas fehlt, Alter, zack. Ja, wir werden ja auch wahrscheinlich unsere eigenen Sachen haben, so. Ja. Manchmal so. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Eisensuche alleine gehe oder so. Ja. Auch hinterher, oder, wenn jetzt zum Beispiel, jetzt sammeln wir ja noch zusammen Diamanten, ne? Ja. Wenn jeder so seine eigene Mine schafft und so sein eigenes Haus schafft und so, dann hat jemand auch getrennte Sachen. Ja. Ja. Wir haben zwar ein gemeinsames Lager, aber auch ein getrenntes. Ja, ich finde das so wie die von Pete's Meat machen, eigentlich perfekt, so, weißt du? Wie machen die das haben denn? Zwar auch ein zusammenes Lager, aber die haben auch so getrenntes Lager, weißt du? Also das Lager, was denen zusammengehört, ist quasi immer nur, wenn jemand sowas ganz dringend braucht, so wie Eisen oder ja, so. Ja, so wie Steine, Eisen und so. Das haben die alles zusammen und wenn du zum Beispiel, wenn die Diamanten und Eisen und Gold oder so haben, dann haben die das alles getrennt. Hammer, Dick. Ja. Ah. Fuck off. Keine Erde mehr. Ja. Ich hab ja gesagt. So. Nimm mir nicht die ganze Erde weg, sonst muss ich wieder. Fuck. Oh, ich hab hier was vor mir, ey. Scheiße. Dann bauen wir das quasi, was Patrick jetzt zunächst baut, dieses große Lager da. Ist dann quasi sein Lager. Quasi. Ne? Ja, ist dann quasi sein Lager, ne? Ja. Also nicht seins, sondern so das Gemeinsame von uns. Ja, ja. Was er gebaut hat da. Und da geht ein Nährblock flöten, ich glaub's nicht. Quasar. Das ist so Quasar. What the fuck? Ich hab 31 Eisenbarren dabei. Woher? Weiß ich nicht. Und ich hab gerade Eisen gesucht, ey. Ja, sollen wir uns gleich zusammen kurz Dings machen hier? Ja, ein paar Sachen craften. Ja. Hier für Holz und so. Schaufeln und ja, für Holz. Ich
baue mir jetzt erstmal eine Axt. Soll ich dir auch eine bauen? Ja, bau mir auch mal eine, bitte. Und eine Schaufel. Ja, weil ich glaube, ich muss jetzt gleich ganz, ganz viel Erde abbauen. So. Aber ich glaube, ich habe das hier ein bisschen überdimensional gemacht. Obwohl mit dem Lager wieder. Naja, passt schon. So. Ich kann ja auch so einen Pool machen, weil ich mitten im Wasser bin, weißt du? Ja, so ein Pool, ey. Pool. Obwohl Wasser um dich rum ist. Hammer, Alter. Naja. Hier, deine Axt lege ich dir hier hin, ne? Kein Bock jetzt rüber zu rennen bei dir. Wo legst du die denn? Achso, da. Hol ich mir kurz. Hier, habt ihr zwei gemacht. Jo. Ich geh schon mal. Ach, deine Schaufel, warte. Ah, what the fuck? Die liegen voll geil übereinander, achte mal. Ah, jetzt nicht mehr. Scheiße. Dankeschön. Jo. So, jetzt geh ich mal ein bisschen Holz fahren hier, ey. Für meine Haus, für meine Haus. Holz für mein Haus. Jetzt wäre natürlich wieder dieses Tree Assist geil, wo du unten abbaust und dann fällt alles so runter. Ja, Timber Mod, ja. Das ist voll geil. Ach, Alter, ich habe keinen Bock mehr hier. Ist aber auch eigentlich viel logischer, ne? Ja, weil wenn ein Baum fällt, dann ist ja auch nicht. Ja. Fällt ja auch nicht so ein Stück mehr runter. Ja. So. Fuck, ich hab nur noch 14. Das reicht, glaube ich, nicht für die ganze Fläche. Wir müssen auch mal für die Pferde so einen richtigen Stall bauen, so einen großen. Ja, ich hole mein Pferd eh hier rüber. Später. Das kann ja dann an jedem Haus da so angebunden sein. Ja. Ja, dann egal. Ist ja halt das Haus dann. Ah, ich habe doch bei WhatsApp geschrieben, ne, dass die Dia-Spitzhacke in Lava gelandet ist. Ja. Aber als ich dann gesagt habe, dass ich Pferde geholt habe, Patrick hat nichts dazu gesagt, dass die Dia-Spitzhacke weg ist. Er sagt nur so, yeah, endlich Pferde. Das waren ja auch die ersten Diamanten, hallo. Ja, einen haben wir ja noch. Ja, reicht für eine Diamantenschaufel. Jo. Soll man eine machen? Hau ab, Junge. So ein Scheiß bauen wir doch nicht daraus. Ja, was willst du sonst aus einem? Ja, wir holen ja noch welche. Ja, siehste? Haben wir nicht was zu fressen hier, ey? Ich hab 57 Ofenkartoffeln bei. Ja, ach so, hier sind ja noch Steaks. Nicht mal ein paar Steaks und ein paar Ofenkartoffeln mit. So, blam, blam, blam. Okay, hier ist alles aus Eis. Alter, das geht mal gar nicht an, dass wir noch keine Rüstung haben, ey. Ich hab eine an. Ja, ich nicht. Meine ist ja zur Hälfte in der Lava gefallen. Ah, stimmt. Glaube ich. Oder ich hab keine Ahnung, wo meine Rüstung hin ist. Ich hab noch ein paar Eisenbarren. Daraus könntest du dir eventuell eine bauen, aber brauchst du ja jetzt eh nicht. Wir sind ja jetzt nicht irgendwie auf Höhlentour oder so. So. Haben wir noch Feuersteine? Ja, voll viele. Oder haben wir ein Feuerzeug schon? Ja, für das Portal. Ich weiß aber nicht, ob Patrick das im Inventar hat. Boah, wenn ja, das wäre scheiße. Warum? Ja, weil ich jetzt keine Fackeln bauen will. Er will lieber die Fläche da anzünden, ey. Sicher. Ich habe hier extra so einen Stein mit. So einen Netherstein. Er will extra alles anzünden. Oh, so langsam müssen wir wieder ins Bett, ne? Ach, scheiß auf. Okay, ich habe ganz viel Fackeln bei mir auf der Fläche, wenn du auf dein Bett scheißt. Ich scheiß nicht auf mein Bett. Kack du mal ruhig auf dein Bett. Boah, ein Glück, er hat's nicht in seinem Inventar drin.
Er kotet schön auf sein Bett. Er würstelt auf sein Bett. Würstelt. Was für ein Wort, Junge. Würstelt. Scheiße. So, jetzt dürfte ich ja schon ein paar Holz hier haben, wa? Ich habe bei... Warte, erst so eine Fackel laufen.